Neues in Tears of the Kingdom. Im Menü befinden sich jetzt detaillierte Rezepte zum Nachschauen. Man verliert nicht mehr durchgehend Ausdauer, wenn man einen Pfeil abschießen will, sondern nur noch einen Teil der Ausdauer. Wenn das Inventar voll ist und man eine Truhe öffnet, dann kann man jetzt ganz einfach die Ausrüstung austauschen. Ein Gleiterskin sieht aus wie Koga, dabei gibt es keinen Jäger oder Koga-Amiibo, der einem den Skin geben kann. Das bedeutet, dass man auch ohne Amiibos Gleiterskins freischaltet und die Jäger eventuell wieder vorkommen werden. In einer Truhe befindet sich eine alte Map und das wird wohl nicht die einzige sein, möglicherweise braucht man dafür die Koordinaten. Ach ja, ihr werdet wieder die Möglichkeit haben, Krogsamen sammeln zu können.